Kapitel 29. Das Rematch des Höllenherrschers. Nun also begann die Schlacht wahrlich. Die roten Augen auf den Engelsflügeln des Epolyxus glühten, als Lichtstrahlen aus ihnen entsprangen und die Menge zerteilten, welche der Dämon als Feind hatte. Auch nun war Epsilon die erste, die in den Angriff überging. Zwar war dies auf der Oberfläche ein Kampf um diese Welt zwischen einem Team und einem Teufel. Doch unter jener Oberfläche steckte ein persönlicher Konflikt zwischen zwei Antagonisten. Ausrichten tat der direkte Frontangriff nichts, auch wenn Epsilons Schwertkampf nun besser wurde, nun da sie ihre vertrauteste Waffe wieder hatte. Aber trotzdem setzte es ein Zeichen, als eines der beiden roten Langschwerter den Angriff abhalten musste. Auch die verbleibenden 8 Kämpfer mischten sich nun ein, in ein Duell, welches äußerlich hierdurch geradezu unfair schien. Allerdings handelte es sich hier um Epolyxus, einen Feind, welcher nur 2 Schwerter brauchte, um 9 Gegner unter Kontrolle zu halten. 2 Schwerter, 4 Engelsflügel, 6 Augen und eine Menge Blut. Jenes erfüllte schnell das Kampffeld. Nicht zu einem der Pokémon gehörend, sondern erschienen wie aus dem Nichts. Doch der Fakt, dass eine Flüssigkeit als Waffe eher sinnlos schien, galt in einem Kampf wie diesem nicht, sodass selbst jenes Blut war, um Gleiches zu vergießen. Gleichermaßen hatte Epolyxus aber auch mehr sich gegenüber als bloß einige Pokémon. Was ihm gegenüberstand, waren der Inhaber der Plot-Armor, ein Plot-Kaiser in voller Rüstung, die Plot-Kriegerin, der große Kriegeranführer, 2 Liga-Veteranen und ein trainierter Krieger Olangas. Und Epsilon. Jene war es auch, die diesen Kampf völlig auf sich nehmen wollte, als sie ihrem Teampartner nicht einmal die Gelegenheit gab, selber eine Frontposition zu übernehmen. Sie war der Quell dieses Problems gewesen. Hätte sie als Plotkaiserin in ihrer alten Heimat anders gehandelt, nichts von alledem hier wäre geschehen. Und auch, wenn sie die Wahrheit gesehen hätte. Der Autor hatte in sie vertraut, ihr ein Relikt gegeben, mächtiger als er selber. Der eine Gegenstand, welcher dem Zorak eine Chance gab, eine zweite Chance zu bekommen. Wahrlich. Und vollständig. Aber an diesem Punkt war es, wo Epolyxus tatsächlich die Wahrheit sprach. Womit hatte sie denn eine zweite Chance verdient? Mit gar nichts. Und dann hatte sie diese Chance noch so an sich gerissen, mit der Chance, sie abzulehnen und den Frieden jener zu wahren, die trotz allem gelernt hatten, sie zu akzeptieren. Sie hatte Familien zerbrochen, in der Hoffnung, selber besser wegzukommen. Und nun war sie hier und tat, was tatsächlich verdient war. Kämpfen. Dafür, dass ihre zweite Chance tatsächlich Dinge verbessern könnte. In dieser Schlacht würden keine Mon sterben. Nur Dämonen. Und wenn es doch ein Pokémon träfe, dann wäre es sie selber. Es gab eine Zeit, in welcher Aurora und Kell auf eine Zukunft vorausblicken konnten, welche leuchtete heller als die Sonne.
Und dies würden sie wiederbekommen. Sie alle hatten gelernt. Doch gerade Epsilon, zwischen ihrem letzten Kampf gegen Apolixus und diesem, war zu einem anderen Pokémon geworden. Und doch, auch das hatte sie erst geschafft, als der Kampf bereits begonnen hatte. Denn zuvor war sie wohl zu blind gewesen. Zu stur. Die Vergangenheit hinderte sie doch nicht daran, die Gegenwart zu verändern. Und in dieser einen Kampf zu führen. Entschlossen wie nie zuvor. Ihre Schwertfeder zischte durch die Luft. Fand zwar nicht ihr Ziel, doch dessen Waffen. Die Angriffe gegen sie schienen wie in Zeitlupe, als das Zorak auswich. Weiter und weiter. Es war, als würde eine unsichtbare Kraft sie antreiben. Ein inneres Gefühl. Ein Gefühl des Rechtes. So oft hatte sie große Schlachten geführt. An sich im Glauben ans eigene Recht, doch tief im Inneren war sie sich im Herzen je wahrlich sicher gewesen, dass sie wahrlich Gutes tat. Hier und heute jedoch. Hier kämpfte sie für Wahrheit und Gerechtigkeit. Geysire aus Blut entschossen dem Boden. Wieder und wieder. Alle mit demselben Ziel. Die Gruppe um Epsilon zusammenzuzwingen. Je näher sie aneinander waren, desto einfacher war es für den Höllenherrscher, Überblick zu bewahren. Und gleichzeitig wollte er sichergehen, dass jener Überblick nur ihm gegeben sein sollte, nicht seinen Feinden. Hierfür sorgten grelle Lichtblitze, welche regelmäßig die Grotte erfüllten, deren kurze Zeit genügte, damit Apolixus sich im Anschluss an einem völlig anderen Ort befand, welchen die Krieger erst einmal wieder entdecken mussten. Nur eine Regelmäßigkeit herrschte auch hier, auf welche sie sich alle verlassen konnten. Der Abstand zwischen Apolixus und Epsilon wurde niemals allzu groß. Was aber nicht bedeutete, dass das Zorak wahrlich das einzige Ziel dieses Feindes war. Stattdessen waren es vor allem drei, auf die er es abgesehen hatte. An erster Stelle war und blieb Epsilon, die an diesem Punkt wohl die Erzfeindin des Apolixus war. Aber auch schienen die zwei Hauptführer des Plots in diesem Duell, dem Blutgott, ein Dorn im Auge. Polar, der durch die Rüstung des Plottkaisers die Kraft des Plot ausspielte. Und Kell, Inhaber der Plot-Armor. Und in einer anderen Welt, Host des Dämonenkönigs selber. Und gerade auf ersteren von beiden schien es Apolixus gerade abgesehen zu haben. Eine Rüstung war leicht zu zerstören. Und Plot war noch eine Furcht des Betrügers. Mit dem nächsten Lichtblitz änderte sich so die Strategie des Blutgottes. Sofort war Epsilon bereit, so wie alle anderen, einen schnellen Hieb abzublocken. Wenn wieder Apolixus in ihrer Nähe erscheinen würde. Allerdings rechneten sie deshalb nicht damit, dass das Monster sich am hinteren Ende der Gruppe wiederfinden würde. Direkt neben dem Träger der Kaiserrüstung. Und mehr als einen Moment der Unachtsamkeit brauchte er nicht, um seine beiden langen Schwerter gleichzeitig auf die Rüstung des Kaisers einschlagen zu lassen. Die Wucht dieses Hiebes schleuderte Polar als Träger dieser mit aller Kraft in die naheliegendste Wand, an welcher er sofort zu Boden stürzte. Und bei seinem Aufprall zerbarst die Rüstung in tausende kleine Splitter. Aber dieser kleine Sieg war offensichtlich nicht genug für die Bestie. Nun
war eines der Pokémon verwundbar. Und zwar Polar, der bewusstlos am Boden lag. Ein Laserstrahl aus einem der Engelsaugen sollte den ersten Feind erledigen. Aber hierzu sollte es nicht so leicht kommen. Denn Epsilon reagierte schneller, sich mitten in den Weg stellend und den Angriff mit ihrer Schwertfeder bestmöglich abwehrend. Auf die Wehrlust stürzt du dich? Schämst du dich nicht? Leg dich gefälligst mit einem Mann auf deiner Augenhöhe an! Kalt, mit starrem Blick, schwebte der rote Umriss langsam an das Zoroark heran. Ein solches Mon, jemand auf meiner Augenhöhe, gibt es nicht. Und deswegen töte ich, wen ich finde. Und das ist nun dieses Vulnona. Außer, du willst den Vortritt haben. Stumm blieb Epsilon schlicht stehen, wo sie war. Was auch ohne Worte mehr als genug aussagte. Gut. Rotes Licht begann den Umriss erneut zu umgeben. Du hast mich ohnehin lange genug gestört. Aber nun sind wir wirklich am Ende des Weges. Und du bekommst endlich, was du so lange verdient hast. Spüre den Zorn der Welt. Ein eigenartiger Umriss schien sich hinter dem Dämon zu bilden, als das Licht greller und greller wurde. Dies war ähnlich, doch nicht dasselbe, wie jene Technik, welche Epsilon von Epolyxus kannte. Das fege Feuer, welches einst ganz Berelo niederbrannte. Und doch, auch hier spürte die einstige Kaiserin, wie ihr Schwert zu vibrieren schien. Und wie aus Reaktion erhob sie ihre Feder in den Himmel, wo das regenbogenfarbene Licht schien aufzublitzen. Sekunden vergingen, bevor das rote Licht des Weltenzornes wieder verschwand. Und der Anblick, welcher sich Epolyxus darbot, war genau jener, welchen er erwartet hatte. An jener Stelle, an welcher soeben noch zwei Pokémon gewesen waren, war nichts verblieben als der graue Fels der Höhlenwand. Entschlossen wandte er sich wieder um, dem Rest der Pokémon gegenübertretend. Aurora, Kell, Olanga, Hagel, Seraora, Monagoras, Amagaga. Jene, die verblieben waren. Jene, die mit angesehen hatten, was gerade geschehen war. Und so seht ihr, was mit jenen geschieht, die sich mir in den Weg stellen. Ihr alle hättet meinen Worten folgen sollen, wie ihr es früher getan habt. Aber lieber habt ihr euch abgewandt, seid einer Irren gefolgt. Und dies hat euch hierher geführt. Zu mir. In den Tod. Ihr alle hattet eine Bestimmung. Und dieser hätte ihr folgen sollen. Sofort leuchtete das rote Licht erneut auf. Dieses Mal in den Klingen des Dämons. Erneut wollte sich unsagbare Kraft entfesseln. Doch ein Hieb stoppte dies. Ein Schwerthieb inmitten durch die Flügel und die Brust des Blutgottes. Zwei der Engelsaugen schlossen sich im selben Moment, schien im Nichts zu zerfallen. Ihm gegenüber stand nun jemand, dessen wahres Antlitz in vollster Kraft er nie wieder hatte sehen wollen. Dieses Pokémon hingegen legte zunächst das regungslose Vulnona ab, welches sich über ihre Schulter gelegt befunden hatte. Kümmert euch um ihn. Ich kümmere mich um diesen Kerl hier. Während der letzten Worte wandte sich die Kaiserin um und richtete ihre Schwertfeder mit der Spitze auf Epolyxus. Epsilon, du lebst. Und das in diesem Aufriss.
Für dich ist es Plotkaiserin Epsilon. Narr. Im grellsten Rot erstrahlte die Rüstung um Epsilons Körper. Ihr Cape ähnlich einem Vampir im dunklen Rot um die Schultern. Auf dem Kopf der grauen Maske saß eine Krone. Endlich war sie zurück. Die wahre, die einzig wahre Plotkaiserin. Epsilon, Herrscherin von Plot und von Chaos. In ihrem feinsten Gewand. Für mich ist es immer noch nicht mehr als eine Fliege in meinem Spinnennetz. Egal, ob du nun deine Rüstung trägst oder nicht. Die Fäden deines Spinnennetzes beginnen zu reißen. Mehr und mehr. Merkst du es nicht? Jedes Mal, wenn du denkst, du kommst in diesem Kampf auch nur einem Teilerfolg nahe, werden wir stärker und du schwächer. Mit jeder Minute des Kampfes nähert sich unser Sieg und deine Niederlage. Und weißt du, weshalb? Weil nicht die Sieger die Geschichte schreiben, sondern die Geschichte die Sieger. Und die Sieger sind immer die Guten. Deswegen scheiterten meine Kriegspläne in meiner alten Heimat. Weil ich die Böse war. Und dieses Mal gehöre ich zu den Guten. Und dementsprechend wird dieser Kampf auch enden. Das Schicksal lässt kein anderes Ergebnis zu. Du kannst es nicht bezwingen. Das Schicksal kennt kein Gut und Böse. Es kennt mich und dich. Und was entscheidet, ist die Macht. Und an meine Macht wirst du nie heranreichen. Egal wie viel Glück du auch hast. Und irgendwann wird dein Glück enden. Und ein einziger Hieb wird genug sein, dich zu töten. Während ich noch gerade am Anfang bin. Der Unterschied zwischen uns ist zu groß, als könnte er je ausgeglichen werden. Der Einschlag eines lila Blitzes folgte. Wobei dieser das Ziel Epolyxus nicht zu stören schien. Aber es läutete die nächste Phase des Kampfes ein. Das Rematch des ersten aller wahren Duelle des Dämonenkönigs. Nur er und die Plotkaiserin Epsilon im 1 gegen 1. Wie damals auf dem Hauptplatz Kira Towns. Jedoch würde es dieses Mal anders enden. Da war sich Epsilon sicher. Ihre Schwertfeder würde sie leiten, der Autor sie befehlen, ihr Team ihren Rücken stützen, ihren Verstand stärken und ihr Feind lernen, was wahre Furcht war. Und so sollte der brutalste Teil des Kampfes beginnen. Schwertstreich um Schwertstreich schossen durch den Raum, Licht und Schatten als Waffen. Plot und Blut im Gegensatz. Zwei Gegner auf Augenhöhe sollten sich hier treffen. So wollte es Epsilon. Und doch zeigte sich schnell, dass dieses Mal ihr Gegner es war, der recht zu haben schien. Augenhöhe! So etwas kannte der Dämon nicht. Der Verlust zweier Engelsaugen sorgte lediglich dafür, dass er sich beinahe etwas anstrengen musste. Aber was war eine Kaiserin gegen einen Gott? Eine Meisterin eines Schwertes gegen ein Monster, welches zwei Langschwerter führen konnte, als wären es Dolche?
eine Kämpferin der Schatten gegen den Bringer des grellsten Lichts. Eine Nutzerin von etwas Plot gegen die Gesamtheit des Gegensatzes. Es änderte nicht einmal viel, als Kell sich nicht mehr all den Kampf von der Seite angucken wollte. Aurora mit ihm, sodass beide der wahren Kaiserin an die Seite traten und kämpften. Es hatte schlicht den Eindruck, dass Epolyxus genauso kämpfte wie noch zuvor. Nur ein einziges Attribut hatte er verloren. Die Geduld. Und was sonst ein Negativ für einen Krieger war, half eher, als dass es schadete. Wenn so viel Macht und so viel Geschwindigkeit sich in Angriffen jeder Distanz paarten, all die stärksten Krieger gemeinsam hatten immer noch keine Chance. Die Träger von Plot und den Hoffnungen des Autors. Obwohl, waren sie wirklich die stärksten Krieger? Genug. Beendet diesen Irrsinn. Sofort.